Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit einem Adventskalender, den wir gemeinsam auspacken. Wir haben hier den Adventskalender von Trended Up. Und für diejenigen von euch, die meine Videos vielleicht nicht kennen, ich mache das immer so. Ich gehe Türchen für Türchen mit euch durch, Türchen 1 bis Türchen 24 und bewerte den Inhalt nach Haufen. Doofer Haufen, mittlerer Haufen, guter Haufen. Am Ende vom Video zeige ich euch nochmal die gesamte Verteilung und den gesamten Inhalt und dann schauen wir, ob ich finde, dass er sich lohnt oder nicht. Und ihr könnt euch nochmal einen eigenen Eindruck machen. Wenn ich Erfahrung mit Produkten habe, erzähle ich euch das Ganze natürlich auch nochmal, weil ich als Produkttesterin ja viele Sachen teste. Und ich würde sagen, nach dem Intro fangen wir damit an, den Trended Up Kalender auszupacken. Der Trended Up Adventskalender kostet 27,95 Euro. Das heißt, wenn man das Ganze durch 24 Türchen teilt, hat er im besten Fall pro Türchen einen Warenwert von 1,16 Euro. Man muss natürlich auch bedenken, dass teilweise für Kalender extra nochmal Sachen hergestellt werden und die Verpackung und alles. Aber damit ihr so einen ungefähren Überblick dazu habt, online steht nochmal ausgewählte Produkte aus allen Kategorien, liebevoll gestaltete Produkte zur Vorweihnachtszeit für kleine Überraschungen in der Adventszeit. So, und wir starten jetzt mit Türchen Nummer 1. Türchen Nummer 1 ist ein Nagellack mit 11 Milliliter in einem schönen, dunklen Bordeaux-Lila-Ton. Ist für mich eine schöne Farbe, kommt für mich auf einen guten Haufen. Ist für mich eine Farbe, die ich persönlich auch tragen würde. Türchen Nummer 2, das ist aber sehr klar. Türchen Nummer 2 ist so ein Monolidschatten in so einem schönen Bronzeton. Wundert euch nicht, dass ich nicht viele Sachen swatche, außer es ist vielleicht wirklich notwendig, weil ich halt auch super viele Kalenderinhalte verlose. Also auf Instagram kommt jeden Tag ein Gewinnspiel im Dezember. Falls ihr also dort seid, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir folgen würdet. Das ist für mich eine schöne Lidschattenfarbe, die kannst du super auch bei ganz leichten Make-ups benutzen. Kommt für mich auch auf den guten Haufen. Türchen Nummer 3. Türchen Nummer 3 ist so ein sehr hübscher Blendepinsel für Lidschatten mit so einem Glitzergedöns. Ist für mich von der Größe noch okay, weil ihr wisst, ich mag diese kleinen Mini-Piss-Pinsel nicht, die irgendwie so groß sind. Ist für mich auch ein Pinsel, den ich so benutzen würde. Der macht für mich Sinn. Kommt für mich auf den guten Haufen. Türchen Nummer 4. Türchen Nummer 4 ist ein Face Serum mit 10 Milliliter. Das ist für mich auch das Minimum, was ich wünsche bei einem Serum, um zu gucken, ob ich mir das in groß holen würde. Das feuchtigkeitsbewahrende Trended Up Face Serum mit 10% Niacinamid schenkt deiner Haut jene Aufmerksamkeit, die sie in der Vorweihnachtszeit verdient. Serien kommen bei mir eigentlich immer auf einen guten Haufen, deswegen auch das hier. Türchen Nummer 5. Türchen Nummer 5 ist ein Multistick Cheek Lip and Eye. Gucken wir mal die Farbe an. Ist für mich ein schöner Farbton. Ich muss sagen, Trended Up hat ja auch so Rouge-Sticks. Die mag ich sehr gerne. Vom Preis-Leistungs-Verhältnis kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Das ist auch etwas, was ich benutzen würde und was für mich farblich auch gut ist, weil wenn es für deine Haut zu dunkel ist, kannst du es halt immer noch an den Lippen oder am Auge benutzen. So, weil ich benutze was halt nicht am Auge, eher an den Wangen. Aber ist für mich ein schönes Produkt, gerade weil ich die Qualität von diesen Sticks von Trended Up sehr gerne mag. Türchen Nummer 6. Türchen Nummer 6 ist so ein Füllprodukt, was auch für mich verständlich ist, dass es sowas in Kalendern gibt, aber ich kann damit nichts anfangen. Das ist ein Make-up-Schwamm. Digga, wenn ihr einen guten Make-up-Schwamm sucht, verlinke ich euch in der Infobox Blend Lamp bei Ellen Hello. Das ist mein eigener Make-up-Schwamm. Das ist der beste, den ich zum besten Preis kenne. Das ist für mich ein Produkt, damit machst du deine Foundation, arbeitest du sie einzigartig ein. Der hier ist jetzt, ja, in Tannenbaumform, aber Digga, ich denke praktisch. Ich will das halt auch benutzen können. Ja, vielleicht kannst du höchstens die Spitze so ein bisschen benutzen, das unten, keine Ahnung. Finde ich von der Form ist halt für mich verspielt, aber ich bin ein praktischer Mensch, kann ich nichts mit anfangen, kommt für mich deswegen leider auf den doofen Haufen. Türchen Nummer... Das war jetzt Türchen 6, der Nikolaus, warte mal. Ihr wisst ja, Türchen 1, 6 und 24 sind mir am wichtigsten. Türchen 6 ist jetzt eher geht so. Nein, was heißt geht so? Ist halt kacke für mich, kann ich nichts mit anfangen, also nee. Türchen 7. Türchen 7 ist ein Lippenstift in einem sehr schönen Rosé-Nude-Ton. Tolles Produkt, kommt für mich aber auf den mittleren Haufen, weil ich benutze nur Liquid Lipsticks. Aber die meisten würden das jetzt auf einen guten Haufen machen, weißt du? Also deswegen seht ihr am Ende nochmal den gesamten Inhalt, um euch ein eigenes Bild zu machen. Ich bin aber auch ein sehr spezieller Fall, weil ich halt nur Liquid Lipsticks benutze. Ganz selten Lipgloss und sowas, weißt du?
Türchen 8. Türchen 8 ist ein Blur Primer mit 8 ml. 8 ml ist für mich eine sehr kleine Größe, geht für mich aber in der Sache noch klar als Primer. Kommt für mich auf einen guten Haufen. Primer sind für mich immer schöne Produkte. 8 ml ist auch bei so einem Produkt eine gute Größe, um kennenzulernen. Also bei den meisten Sachen bin ich eher Fan 10 ml. Primer ist noch okay mit 8. Türchen 9. Türchen 9 ist eine kleine Pinzette mit so einer schrägen Spitze. Würde ich benutzen, mag ich sehr gerne. Ist für mich ein sehr schönes Füllprodukt, kommt deswegen auch für mich auf den guten Haufen. Türchen 10. Türchen 10 ist ein Contour and Glide Kajalstift, waterproof, sagen sie, weiß ich nicht. In einem silbernen Ton, das ist etwas, was ich farblich benutzen würde, was ich sehr gerne mag. Kannst halt auch so Highlightermäßig gut hier hin tun, um deinen Augen so einen Poppy-Effekt zu geben. Schönes Produkt, kommt für mich deswegen auch auf den guten Haufen. Türchen 11. Türchen 11 ist eine Nagelfeile, die... mit der ich jetzt nicht so viel anfangen kann, weil sie auch sehr grob ist. Also selbst mit künstlichen Nägeln finde ich die fast schon zu grob. Schade, weil Nagelfeilen, je nachdem, kommen auch auf einen guten Haufen. Die hier aber leider nicht, weil sie für meinen Geschmack einfach viel zu grob ist. Deswegen doofer Haufen. Türchen 12 und damit die Halbzeit. Türchen 12 ist ein Base und Protect Coat. Langanhaltender Unterlack mit härtenden Hexa-3-Komplex optimiert die Haltbarkeit des Farblackes, schützt vor Verfärbung. Ist für mich ein schönes Produkt, würde ich benutzen, kommt auf den guten Haufen. Türchen 13. Türchen 13 ist eine Lip Butter mit 8 Butter. Mit 8 ml. Schöne Lippenpflegesachen, mag ich auch gerne. Kommt für mich auch auf den guten Haufen. Türchen 14. Türchen 14 sind süße Nagellacksticker in Weihnachtsform. Mag ich gerne, würde ich gerne benutzen, aber ich benutze sowas nicht. Kommt für mich auf die Mitte. Ist jetzt kein Müllprodukt, ist jetzt aber auch kein Superprodukt, ist okay. Also es wechselt ja auch mit den Jahren und den Erfahrungen so ein bisschen, wie ich Sachen vielleicht bewerte. Es ist was ein cooles Produkt, aber ich kann halt nichts damit anfangen, deswegen kommt es auf die Mitte. Aber so Produkte, wo ich sage, das ist für mich einfach unpraktisch und kann ich nicht, weißt du, kommt halt auf den doofen Haufen. Türchen 15. Türchen 15 ist so ein weißer Scrunchie. Ich persönlich bin Fan von Scrunchies. Ich liebe die. Der sieht für mich gut aus. Ich hatte auch, ich glaube, letztens im Maybelline-Kalender, ich will nichts Falsches sagen, so ein Scrunchie, der einfach Müll war und nur gefusselt hat. Der hier macht für mich einen süßen Eindruck. Den würde ich tragen. Kommt für mich deswegen auf den guten Haufen. Türchen 16. Türchen 16 ist ein Mini-Lip-Liner in der Farbe... Ja, Digga, kann ich euch irgendwie nicht sagen. Weiß ich nicht. Ist aber in so einem schönen Nude-Ton. Kommt für mich auf einen guten Haufen, weil mittlerweile benutze ich auch ab und zu Lip-Liner. Ist für mich auch eine schöne Allrounder-Farbe, die man auch gut benutzen kann. Ja, normalerweise kann ich halt auch meine Erfahrungen mit den Produkten erzählen. Ich muss aber sagen, hier habe ich jetzt nicht so viel Erfahrung. Es gibt Nagellacke von Credit Up, die ich gerne mag. Ich mag diese Sticks von denen, aber sonst habe ich hier jetzt nicht so viel Erfahrungswerte. Ja, jetzt habe ich vergessen, bei welchem Türchen wir waren. Türchen 17 kommt jetzt. Kommt es? Ja. Türchen 17. Türchen 17 ist eine Handcreme mit 20 ml Handpflege. Für mich guter Haufen, kann ich immer was mit anfangen und ich mag solche Reisegrößen sehr gerne. Türchen 18. Also sind schon viele Füllprodukte, Digga. Türchen 18 sind so iPads. Ja, normalerweise mache ich andere iPads immer auf den guten Haufen. Aber das ist für mich halt, ja, packst du in den Kühlschrank, packst du, ja, so komplett aufs Auge. Aber so Pads, die du komplett aufs Auge tust, benutze ich nicht, weil es ist für mich Lebensverschwendung und Zeitverschwendung, wenn ich 20 Minuten so mit geschlossenen Augen dann liege und nichts mache, außer ich schlafe. Deswegen ist kein blödes Produkt, aber irgendwie für mich kann ich gar nichts damit anfangen. Kommt auf den doofen Haufen mit Tendenz zur Mitte, aber ist halt für mich, ist eine süße Idee, aber da hätte ich normale andere iPads, die ich halt so benutze, eher gefühlt, weißt du, wie ich meine? Wir huschen hier aber auch schnell durch. Ich finde, man muss aber auch seine Videos nicht künstlich verlängern, weißt du, wie ich meine? Wir wollen wissen, was drin ist und das gucken wir gemeinsam und machen jetzt Türchen 19. Türchen 19 ist ein Augenbrauen- und Eyeliner-Pinsel mit so einer abgeschrägten Kante. Kommt für mich auf die Mitte, weil... ich benutze solche Pinsel nicht. Ich kann damit nicht gut arbeiten. Mit Eyelinern für Augenbrauen nehme ich eigentlich auch andere Pinsel. Kommt auf die Mitte. Türchen 20. Türchen 20 ist ein kleiner Kajalstift in so eine Bronze-Richtung. Ist auch eine Farbe, die ich tragen würde. Kommt für mich auch auf den guten Haufen. Türchen 21. Türchen 21 ist ein Hydro-Spray mit 30 ml für ein Refresh. Erfrischt und spendet Feuchtigkeit. Ist für mich ein schönes Produkt, würde ich benutzen. Ist eine schöne Größe mit 30 ml. Kommt auf einen guten Haufen. Also ein Wow-Moment hatte ich jetzt noch nicht. Ja, aber man muss auch beim Preis-Leistungs-Verhältnis beachten, Digga. So,
Ja, also es ist schwer, halbwegs gute Kalender überhaupt unter 50 Euro zu finden. Es gibt so Marken, die klappen immer ganz gut, aber das ist das, was mir mit den Jahren echt immer mehr auffällt. Und Digga, 50 Euro ist viel. So, aber heutzutage irgendwie nicht mehr. Also weiß ich nicht, schwierig. Türchen 22. Türchen 22 ist ein super Shine and Stale Nail Polish mit so einem schönen Schimmerton. Kann ich mir vorstellen, dass du so richtig schöne Milky Nails oder wie das heißt machen kannst. Würde ich als Farbe benutzen, deswegen guter Haufen. Türchen 23, auch ein sehr kleines Türchen. Türchen 23 ist ein sehr schöner Mono Eyeshadow, auch mit einem schönen Ton, so ein rostiges Rot, würde ich auch definitiv tragen und benutzen. Kommt deswegen für mich auch auf den guten Haufen. Ja Mann, das ging schnell. Wir sind jetzt bei Türchen 24 und das ist, glaube ich, auch das größte Türchen. Türchen 24 ist eine Highlighter-Palette mit drei verschiedenen Tönen. Einmal so ein Rosé-Ton, einmal so ein weißer Ton, einmal so ein goldener Ton. Highlighter mag ich sehr gerne, benutze ich auch, würde ich deswegen auch hier auf den guten Haufen machen. Ja, ich zeige euch jetzt einmal den gesamten Inhalt und dann sprechen wir nochmal über den Kalender. Hier seht ihr einmal den kompletten Inhalt vom Trended Up Kalender. Ich zeige es euch gleich nochmal aus der Nähe. Wir haben hier einmal den doofen Haufen ganz links, den mittleren Haufen in der Mitte und den guten Haufen rechts. Auf dem doofen Haufen habe ich diese iPads, dieses Make-up-Schwamm-Ding und die Nagelfeile. Ich habe euch ja schon erzählt, warum. Ich finde teilweise ist einfach nicht praktisch, die Nagelfeile zu grob und sonstiges. Dann haben wir hier die Mitte. Das ist ein sehr schöner Lippenstift. Ich benutze aber nur Liquid Lipsticks. Ein Pinsel von der Form würde ich nicht so nutzen für die Augenbrauen und sowas. Und Eyeliner. Und so ein Nagelsticker. Und dann haben wir hier den guten Haufen. Da haben wir verschiedene Sachen wie Hydro Spray, Face Serum, Nagellack, Handcreme, ein Highlighter, etwas für die Haare, so ein Blush Stick. Dann haben wir hier noch zwei Kajalstifte, einen Lip Liner, ein Primer, Lip Butter, Augenbrauen, Pinzette und nochmal so zwei Mono Eyeshadows mit zwei Farben, die ich sehr, sehr gerne mag. Ich finde von der Haufenverteilung auch für den Preis in Anbetracht der anderen Kalender, die ich so teste, geht es klar. Für mich ist das bisher der beste Trended Up Kalender, den ich ausgepackt habe, und wenn man jetzt so weiß, was drin ist, finde ich, wenn man die Produkte mag, ist er für den Preis auf jeden Fall nicht verkehrt. Ja, Digis, also ich muss sagen, ich fand es von der inhaltlichen Verteilung gut. Also ich fand es jetzt auch besser als die letzten Jahre, die Kalender von Trended Up. Es waren für meinen Geschmack schon ein bisschen viel Füllprodukte, weil für mich sind Füllprodukte Nagelfeilen, diese Under-Eye-Pads, Nagelsticker, Pinsel, Pinzette, Scrunchie. Also es sind schon sehr viele Füllprodukte, auch wenn ich einige davon gut fand und auch was damit anfangen kann. Im Vergleich zu den letzten Jahren hat er sich definitiv gesteigert. Es ist auch ein süßer Kalender zum Verschenken vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Finde ich ihn auch okay, gerade halt in Anbetracht der anderen Kalender, die ich so teste. Ich finde ihn nicht überragend, wow, krass. Ich finde ihn aber auch nicht schlecht. Er ist okay. Und ich finde schön, dass sie sich im Vergleich zu den letzten Jahren so ein bisschen steigern von Trended Up. Würdet ihr euch den Kalender kaufen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Schreibt mir doch sehr, sehr gerne in die Kommentare eure Gedanken dazu. Das würde mich sehr interessieren. Und ansonsten freue ich mich immer über jeden Daumen nach oben und wenn ihr mir folgt, weil manchmal sind meine Videos ganz cool. Und das war es dann auch an dieser Stelle. In diesem Sinne, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.